herzlich willkommen zu einem neuen Schmiedevideo. Gruß an die Abonnenten. Freut mich, dass ihr wieder einschaut. Und heute machen wir eine Grillgabel. Das ist ein ideales Geburtstagsgeschenk. Jetzt ist ja Sommer, wo man sich genauso zum Grillen. Und ja, was braucht ihr dazu alles? Also natürlich einen Hammer. Dann braucht ihr Flacheisen. Ich habe jetzt ein 30x8 mm genommen. Ca. 15 oder 16 cm müsst ihr es abschneiden. Und was braucht ihr sonst noch an Hilfsmitteln? So eine Flachzange ist nicht schlecht. Dann so eine Zange, diese sogenannte Tom-Tom, diese Kastenzange, mit der ihr schön greifen könnt. Dann so einen Schlitzmeißel müsst ihr euch besorgen, oder selber machen. So ein Lochdorn. Wir müssen das nämlich ein bisschen aufdornen. Ja, Arbeitszeit rechnet jetzt mal so zwischen 2 und 3 Stunden, je nachdem wie gut das ihr seid. Und ja, zeige ich euch mal das Ergebnis, dass ihr das schon seht. So sieht das dann aus. Ich mache natürlich noch ein paar Bilder. Ich schneide euch das Aufheizen raus, ich werde aus dem Ob ein bisschen kommentieren, ich mache Untertitel rein und ja, genau. Dann wünsche ich euch jetzt sehr, sehr viel Spaß beim Nachschmieden und beim Anschauen des Videos. Ich melde mich dann zum Schluss nochmal. Servus!
Ja, jetzt sind wir am Ende unseres Videos und ich bin auch am Ende. Ich habe es am Anfang schon gezeigt, das ist geworden. Zwischen 2 und 3 Stunden solltet ihr einplanen, wenn ihr das macht. Jetzt seht ihr wieder, dreckige die Bratzen habe, also ich habe wieder reingehängt wie ein Wilder. Jo, dann gibt es eigentlich nur noch zum Sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Freut mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und wie immer, lasst mir noch ein paar Kommentare da, ein bisschen Feedback, wie hat es euch gefallen, was kann man besser machen. Das hilft mir sehr weiter. Ja, dann wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Abend. Ich schwanke das Schiff an. Und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Schmiedevideo wieder einschaltet. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.